Liebe Freunde, haben Sie schon gehört? Nord Stream wurde vor einem Jahr gesprengt, ziemlich genau einem Jahr. Und die Fakten, wer es war, verdichten sich immer weiter, werden jedoch von der Presse totgeschwiegen. Und das Video, was heute aufgetaucht ist, ist schon echt der Hammer. Sie wollen mehr wissen? Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen auf dem Kanal Kontraste. Hier erfahren Sie alles über die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Zum Thema Nord Stream. Wir haben drei Puzzlestücke. Wenn wir diese zusammensetzen, kann man sich ziemlich genau vorstellen, wer wohl Nord Stream gesprengt hat. Puzzlestück 1. Die Bundesregierung unter Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck geben keinerlei Informationen zu den Pipeline-Anschlägen heraus. Das ist schon sehr merkwürdig. Ich blende Ihnen einmal hier den Artikel von Infosperber ein. Zitat: Bundesregierung verweigert Informationen zu Pipeline-Anschlägen. Das war vom 23.10.2022. Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines bleibt ungeklärt. Auf konkrete Fragen bleiben Habeck und Baerbock Antworten schuldig. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht richtete ans Auswärtige Amt von Annalena Baerbock und ans Wirtschaftsministerium von Robert Habeck folgende Fragen, wie die Berliner Zeitung am 16. Oktober berichtete. Vom Außenministerium Annalena Baerbocks wollte Wagenknecht wissen, welche NATO-Schiffe und Truppenteile sich seit dem Aussetzen der Gaslieferung durch Nord Stream 1 in den Gegenden aufhielten, in denen die Beschädigungen auftraten. Und welche russischen Schiffe und Truppenteile in jedem Zeitraum gesichtet wurden. Eine Antwort darauf würde, wie das Außenministerium schreibt, die Preisgabe von Informationen beinhalten, die das Staatswohl in besonderem Maße berühren. Daher komme auch eine Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen nicht in Frage, da auch nur die geringe Gefahr des Bekanntwerdens nicht hingenommen werden kann. Das klingt schon sehr merkwürdig. Wenn die Pipeline von den Russen gesprengt worden wäre, dann wäre das garantiert schon lange bekannt. Puzzlestück 2. Datum 21. Februar 2022. Sehen Sie sich mal das Video von Scholz und Biden an und hören Sie genau zu. Scholz zuckt nicht mal mit der Wimper, als Biden erklärt, er würde die Nord Stream Pipeline verhindern, wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren. Schon bemerkenswert. Ein deutsches Projekt. Und Biden erklärt, wenn die Russen einmarschieren, sprengt er das in die Luft oder er wird schon einen Weg finden. Und Scholz reagiert nicht mit einem Wimpernzucker. Okay. Let me answer the first question first. Die erste Frage nehme ich dann zuerst. Also wenn Russland die Ukraine invadiert, zum Beispiel Panzer und Truppen die Grenze überqueren in die Ukraine noch einmal, dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2 geben. Aber wie machen Sie das genau, wenn das Projekt und die Kontrolle derer ist unter Deutschlands Kontrolle? Ich verspreche Ihnen, das werden wir schaffen. Puzzlestück Nummer 3. Das Video von der grünen Europaabgeordneten Viola von Kramon vom Grünen Parteitag vom 14.10.2022, also nur wenige Wochen nach der Pipeline-Sprengung. Sie sagt in dem Video, dass Habeck der Nord Stream Pipeline den Garaus gemacht hat. Habeck hat der Nord Stream Pipeline den Garaus gemacht. Meine persönliche Zeitenwende, muss ich gestehen, hatte ich eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington. Und als Robert dann der Nord Stream 2 Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs eine High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen, dass polnische Kolleginnen und Kollegen inklusive der PiS uns feiern, uns Grüne in Deutschland feiern und sagen, vielen Dank, ihr habt es endlich verstanden, ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde. Das auch ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und an Annalena. Habeck war nämlich schon am 7. Februar in Washington, also zwei Wochen vor Scholz, um die Möglichkeit von Flüssiggaslieferungen aus den USA zu prüfen.
Hier sehen Sie einen Artikel aus der Welt vom 7.2.2023. Eine grüne Brücke über den Atlantik. Habecks heikle Mission in Washington. Viola von Kramon war mit ihren Abgeordneten also am gleichen Tag wie Scholz in Washington, also 2 Wochen nachdem Habeck dort war, und wusste damals schon, dass Habeck die Vorbereitung getroffen hatte, um der Pipeline ein Ende zu bereiten. Fassen wir also zusammen. Habeck wurde 2 Wochen vor dem Besuch von Scholz bei Biden in die USA geschickt, um eine grüne Gasbrücke über den Atlantik vorzubereiten bzw. abzuklären. Als das geregelt war, wussten offensichtlich auch die grünen Europaparlamentarier unter Viola von Kramon, dass grünes Licht für die Zerstörung der Pipeline gegeben wurde. Ich gehe mal davon aus, dass deswegen Scholz keine Miene verzogen hat, als Biden ankündigte, Nord Stream im Falle eines russischen Angriffs zu zerstören, weil Habeck schon die wichtige Vorarbeit geleistet hatte. Die Frage ist jetzt nur, wer die Pipeline gesprengt hat, die Bundesmarine oder die US Navy. Ich gehe aber mal davon aus, dass es die Amerikaner waren. Aber letztlich ist das völlig unerheblich. Scholz hat offensichtlich die Zustimmung zur Sprengung gegeben. Das erklärt auch die absolute Geheimhaltung der Bundesregierung. Sich selber oder mit Zustimmung die Gasversorgung mit günstigem Gas wegzusprengen, grenzt an Irrsinn. Wenn das offiziell wird, dürften die beteiligten deutschen Politiker wohl im Knast landen. Das ist Sprengstoff ohne Ende. Ich habe gehört, dass mittlerweile eine Strafanzeige gegen Habeck und Scholz wohl läuft. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber diese 3 Indizien, die wir hier haben, mehr braucht man nicht.